Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei der Miss Titmaus. Heute möchte ich euch ein Rezept zeigen für einen leckeren Nusskuchen. Und zwar brauchen wir dafür 250 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Mandeln, 5 Eigelb. Aus dem Eiweiß, aus den 5 Eiweiß habe ich Eischnee geschlagen. Dann brauchen wir 250 Gramm Zucker, ein Tütchen Backpulver. Und ich habe jetzt noch Maronen genommen, und zwar 300 Gramm. Ihr könnt diesen Nusskuchen aber auch mit allen anderen Nüssen machen, mit Haselnüssen, mit Walnüssen, was euch gerade einfällt oder was ihr gerade zu Hause habt. Okay, dann beginnen wir mal. Wir haben die 250 Gramm Butter. Die werden jetzt mit dem Zucker und dem 5 Eigelb schaumig gerührt. Wenn ihr das gemacht habt, dann sieht unser Teig so aus. Jetzt könnt ihr eine Tasse Milch nehmen, die dazugeben, damit das alles ein bisschen flüssiger wird. Jetzt nehmen wir das Mehl, geben das dazu und unser Backpulver. Das Ganze mischt ihr dann nochmal unter den Teig. Jetzt seht ihr, dass der Teig schon eine sehr schöne Konsistenz hat. Jetzt nehmen wir unsere Nüsse dazu, unsere Mandeln, geben die dazu. Und dann unsere Maronen. Ich habe die jetzt schon gekocht und schön püriert, schön klein gemacht, und die kommen jetzt auch in den Teig dazu. Das wird jetzt alles schön durchgeknetet. Wenn das jetzt gut verknetet ist, ist unser Teig auch schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur noch den Eischnee unterheben. Dann werdet ihr merken, dass der Teig wirklich schön luftig wird und viel lockerer. Damit ist unser Teig auch schon fertig. Jetzt braucht ihr eine Springform. Ich habe sie jetzt schon eingefettet und mit Paniermehl ausgekleidet. Man kann auch Grieß dafür nehmen, damit der Kuchen nachher auch ganz leicht abgeht. Jetzt nehmt ihr den Teig und verteilt ihn gleichmäßig in der Springform. Wenn er dann in eurer Form ist, in eurer Kuchenform, dann könnt ihr ihn bei 200 Grad Umluft in den Backofen schieben und dort für 50 Minuten backen lassen. Ein Tipp: Wenn er am Ende zu dunkel wird und der ist noch nicht durch, dann einfach mit Alufolie abdecken. Viel Freude beim Nachmachen, lasst es euch schmecken, und wir sehen uns das nächste Mal bei der Miss Tippmaus. Bis dann!